Ich bestätige das. Auch wir haben gesehen, dass andere Hersteller von Nasensprays Engpässe haben im Augenblick. Bei uns, bei Klosterfrau, ist das nicht so. Ich kann das gerne kurz erklären. Im Nasenspray sind zwei Wirkstoffe, einmal Xylometazolin und Dexpanthenol. Bei beiden Wirkstoffen sind wir bis weit in das Jahr 2023 hinein abgesichert mit Beständen, die wir jetzt schon haben. Des Weiteren haben wir auch weitere Lieferzusagen von unseren Lieferanten. Das heißt, toi, 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 ich gehe davon aus, dass wir in keinen Engpass reinlaufen werden. Wie stellen wir bei Klosterfrau sicher, dass es zu keinem Abriss kommt? Da kann ich Ihnen drei Elemente nennen, des Risikomanagements. Zum einen betreiben wir eine Plattform, in der wir uns eine Lizenz geholt haben, wo wir also auf jeden Tag die Lieferfähigkeit von Ländern, von Unternehmen, von auch Supply Chain Lieferanten wie zum Beispiel Frachtführern täglich monitoren. Ja, zum Beispiel zu Anfang der Corona-Krise haben wir relativ schnell, sehr früh gesehen, dass es zu bestimmten Verknappungen kam und konnten darauf rechtzeitig reagieren. Ja, das Zweite ist, die Pharmaindustrie, wir sind eigentlich sehr konservativ. Wir haben kein Just-in-Time wie in der Automobilindustrie, sondern wir arbeiten mit Vorräten. Auch bei uns arbeiten wir mit deutlichen Vorräten. Zum einen haben wir die im Haus, zum anderen kaufen wir Vorräte, die noch bei unseren Lieferanten liegen bleiben erstmal. Und zum dritten haben wir verbindliche Lieferzusagen von Lieferanten und sind dort bisher auch nicht enttäuscht worden. Das dritte ist in meinen Augen ein partnerschaftlicher Umgang mit den Lieferanten. Ohne Flexibilität, Agilität unserer Lieferanten werden wir natürlich Probleme haben. Aber die drei Elemente zusammen, Risikomanagement, Bevorratung an verschiedenen Stellen und Kooperation mit den Lieferanten hat bisher dazu geführt, dass wir nicht abgerissen sind. Was sind die kritischen Komponenten bei uns? Ganz verrückt ist es zum Beispiel Glas. Glasflaschen brauchen wir für viele unserer Produkte und Glas wird in großen Wannen hergestellt und wird mit Erdgas beheizt. Was ich damit sagen will, Sie können es schon ahnen, das ist eine massive Preissteigerung, die wir im Augenblick sehen bei Glasflaschen. Dann aber auch Kartonagen. Fast alle unsere Produkte sind in Faltschachteln. Bei den Faltschachteln gibt es Papierbögen und Pappbögen, aus denen die Faltschachteln hergestellt werden müssen. Auch dort gab es Ende letzten Jahres schon Verknappungen. Und dann zu guter Letzt alles, was aus Erdöl kommt, also Produkte, die aus Erdöl hergestellt werden. Das sind wir bei Kunststoffgranulaten und auch bei Kunststofffolien. Als Viertes vielleicht noch erwähnt, Aluminiumfolie. Auch Aluminiumfolie war knapp im Markt. Wie gesagt, durch unsere Bevorratung sind wir aber bisher gut durchgekommen. Wir haben drei Produktgruppen hier und bezüglich der Kapazität, die wir haben, ist es so, dass wir nicht durch die Maschinen limitiert sind, sondern durch die Schichtbesatzung. Hier in Berlin sind wir im Zweischichtbetrieb. Das heißt, wir können noch in eine dritte Schicht gehen. Und im ganz herausfordernden Fall können wir auch noch 24/7 fertigen, also in das Wochenende reingehen. Haben Sie Verständnis dafür, dass ich bei den Produktionsmengen keine exakten Zahlen nenne? Aber was ich sagen kann, ist, dass wir in allen Produktionsbereichen sicherlich noch 50% mehr Kapazität schaffen können. In der Regel durch einen anders gearteten Schichtbetrieb oder dass wir noch eine zusätzliche Schicht draufsetzen. Also zum einen muss ich sagen, wir sitzen ja alle in einem Boot. Also ich wünsche uns, der Branche, wie auch meinen Kollegen im Wettbewerb, natürlich, dass wir alle gut versorgt werden. Trotzdem muss man sagen, dass ich davon ausgehe, dass in unserer Wertschöpfungskette von dem Rohmaterial, was größtenteils aus China oder Indien kommt, bis hin zum Fertigprodukt, was wir dann in Deutschland verkaufen, Disruptionen haben werden. Es wird Störungen der Lieferketten geben im globalen Kontext. Ich gehe absolut davon aus, dass dieses Thema noch größer werden wird. Die Herausforderungen für uns in der Pharmaindustrie liegen in der Wertschöpfungskette. Ich muss da ein klein bisschen ausholen. Nehmen wir Antibiotika. Es gibt in Europa nur noch einen einzigen Antibiotika-Hersteller. 90% der Antibiotika des Weltmarktes kommen inzwischen aus China. Sie haben es gesehen in den letzten Monaten, allein ein Tanker, der sich im Suezkanal querstellt, kann die ganze Lieferkette zum Kollabieren bringen. Und wir brauchen dann Wochen, um das wieder aufholen zu können. Das heißt, Wirkstoff kommt bei uns aus Asien viel. Dann haben wir die Verpackungsmaterialien, die oft aus Deutschland kommen, und Hilfsstoffe, die aus ganz Europa kommen. Diese Lieferketten sind in meinen Augen in der Pharmaindustrie zukünftig stärker gefährdet als bisher. Zum anderen
muss ich leider sagen, extreme Kostensteigerungen. Wir sind bei der Klosterfrau Berlin mit einem siebenstelligen Betrag an Mehrkosten an Energie alleine konfrontiert. Das sind also gewaltige Beträge. Beim Gas liegen wir im Augenblick bei ungefähr einer Vervierfachung des Preises gegen dem, wie wir vor 2 Jahren eingekauft haben. Bei Strom sind wir ungefähr bei einer Verdreifachung unseres Preises im Vergleich zu dem, was wir in 2021 gezahlt haben. Das heißt, massive Kostensteigerung bei Energie wie auch bei kritischen Rohstoffen. Das wird das Thema auch in unserer Branche sicherlich der nächsten Jahre sein.